Du hast schon gedacht, jetzt gar nicht zum Berufsberater, so geht es nicht. Ich habe den Job als Musiker, als Maler kann ich nicht mehr machen. Ich habe noch lange nicht alles entdeckt, was er vor mir hat. Ich bin in einem Traum bin ich an einem Strand entlang gelaufen. Und dort ist in Nacht, und dort war ein grosser Tisch, weiss gedeckt, und ganz viele Leute sind dort gehockt. Ein Stuhl war frei. Und ich bin hergegangen, bin dort vorbeigelaufen, an dem so zugeschaut, und jemand hat gesagt, komm nur mal her, sitz nur mal her. Und ich, weil ein Stuhl frei war, bin ich dort hergehockt, und dort bin ich zugehört, was alles so geht. Und, so. Und der, der neben mir gehockt ist, war eben Federico Fellini. Und dann sagt er zu mir, du, übrigens, ich habe mir noch überlegt, wegen neuen Album, das sollte Rimini Flashdown heissen. Hast du das gewusst? Dann habe ich gesagt, hä? Warum? Dann habe ich gesagt, nein, das spielt keine Rolle. Es sollte einfach Rimini Flashdown heissen. Okay. Und ich bin erwacht und dachte, ja, wenn der Fellini mir sagt, wie das Album soll, ja, wärst ja blöd, wenn du es nicht machst. Und das war der Anfang von der ganzen Geschichte. Und der Flashdown als Wort natürlich, das der Loca Sulli überhaupt gebracht hat. Oder? Genau. Und Barack Obama ist US-Präsident geworden. Und ich war in Vietnam, in Saigon, in der Ho Chi Minh-Stadt, in einem Hotel und habe die Rede gehört von Obama, als er ins Amt eingeführt wurde. Und ich dachte, jetzt wird alles besser. Jetzt haben wir das erste Mal erlebe ich das, dass an der Spitze eines Staates wie Amerika einer ist, den ich als integer empfinde, der meine Werte teilt, wo ich finde, das ist einer von uns. So wünschte ich mir Präsidenten. Wenn du jetzt überlegst, was für ein Hooligan der Präsident ist von diesem Land. Und er löst Barack Obama ab. Ein Feingeist, ein Philosoph, ein schlauer Mensch. Einer mit allen Wasser gewaschen und dann so ein Honk. Das ist unglaublich. Aber es ist irgendwie halt auch Amerika, oder? Aber ja, anyway. Die erste Sendung von Jacopo Müller, ist das tatsächlich wahr? Und jetzt sage ich nämlich etwas, was mich wahnsinnig fasziniert. Jetzt hat der Elsener übernommen. Und alle zusammen sagen, es ist ein bisschen scheisse, was der Elsener macht. So. Und ich kann mich erinnern, wo Jacopo Müller angefangen hat, alle zusammen gesagt, es ist ein bisschen scheisse, was die machen. Und jetzt finde ich eben noch spannend. Und das hat wahrscheinlich mit dem Schweizer Farbfernsehen und mit dem Schweizer Volk etwas zu tun. Alles, was neu kommt, ist zuerst ein bisschen scheisse. Alle Menschen, egal was sie machen, die brauchen eine Zeit, in etwas hineinzukommen, etwas zu verstehen und sich zu verbessern, wenn sie sich verbessern wollen. Das passiert einem Metzger, das passiert einem Tiefbauzeichner, das passiert der Krankenschwester, es passiert dir und es passiert mir. Man fängt etwas an und hat keine Ahnung, wie wir vielleicht die Schlagplatten angefangen haben. Wir haben nur eine vage Vorstellung von etwas. Oder wir wissen ein bisschen, wie etwas geht. Also wir können ein bisschen Gitarre spielen. Oder wir können ein bisschen Fiebermesser ins Füdi drücken oder was weiß ich. Aber es ist alle Leute müssen einen Vorlauf haben. Und Jacopo Müller ist einfach abgekackt worden am Anfang und ist dann so geholt worden. Und das sollten sich Menschen eigentlich immer wieder ein bisschen vor Augen führen. Es braucht alles eine Bewegung. Wenn sich Leute entwickeln wollen, dann entwickeln sie sich auch. Ah, oh, jetzt hat der Pfarrer geredet, das ist gut. Ja, für mich ist die Zeit mit dem Rimini Flashdown ist die intensivste Geschichte von Ochsner. Wir waren im Studio, es war eine hochenergetische Angelegenheit. Wir waren hier im Backyard-Studio. Und das Backyard-Studio haben wir eingerichtet. Es hat ausgesehen wie ein orientalischer Merit. Wir haben Leinwände gespannt. Während der ganzen Aufnahmen sind stummfilmmässig Fellini-Filme gelaufen. Wir haben wirklich alles zusammen geschmückt. Und es war eine Spinnerei gewesen. Und ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Das habe ich vorher nie gemacht. Also Tagebuch, ein Logbuch zu diesen Aufnahmen. Und es hat so eine Energie mit sich gebracht, dass plötzlich alles so wie ein Theater ist worden. Und es ist auf der Tournee genau gleich weitergegangen. Ich bin sehr getrieben und sehr
fiebrig unterwegs gewesen. Und privat ist mir ziemlich viel aus dem Ruder gelaufen. Eine langjährige Liebesgeschichte ist das Göttis gegangen und das hat mich wahnsinnig nachgenommen. Und gleichzeitig waren wir auf Tournee und ich habe eine intensive Geschichte als Musiker erlebt, aber einen Verlust als Privatperson, wo ich sehr, sehr herausgefordert war, also, wo mich schlichtweg in eine Depression geholt hat. Und das ist nach der Dimini-Tour bin ich voll depressiv und in Behandlung müssen. Das jetzt selber nicht mehr auf die Reihe gebracht. Das ist die verrückteste Zeit für mich. Ich habe probiert einigermaßen das Leben zu handeln, weil ich bin Vater, ich habe eine Tochter, ich muss irgendwie verlässlich sein und gleichzeitig bin ich einfach derart in der Hölle gewesen. Und das hat mich sehr schwierig gemacht. Ich bin daheim ausgezogen, ich habe so eine Loge bewohnt, wo ich gehasset habe wie Gift und ich habe probiert Songs zu schreiben, ich habe absolut nichts zustande gebracht. Über längste Zeiten, über Monate, über mehr als ein Jahr nicht einen Song auf die Reihe gebracht. Und ich habe schon gedacht, jetzt gehe ich nicht zum Berufsberater, so geht das nicht. Ich kann den Job als Musiker, als Maler kann ich nicht mehr machen, wenn du einfach erschossen bist, wenn du nichts mehr kannst sagen kannst, wenn du einfach nur noch die Leere fühlst. Zum Glück hat der Zustand dann nachher auch ein bisschen sich anfangen zu verändern. Aber es war ein langer Weg. Und für mich war so der erste Weg wieder zurück, als wir das Live-Album aufgenommen haben auf dem Bundesplatz mit dem Symphonieorchester. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder Teil zu sein von der Band, wieder Teil zu sein von der Musik und gleichzeitig habe ich nicht Federn führen, ich musste nicht müssen schreissen, ich musste nichts Neues erfinden. Ich bin am Schluss einfach auf die Bühne gegangen und habe die Songs performt. Ich habe mich dann ein bisschen hinter dem versteckt. Ich habe zum Beispiel kaum zum Publikum geredet. Ich war noch depressiv. Ich wollte mir möglichst nicht anmerken, dass das jeder. Also, ich wollte einfach nicht, dass das jeder Topo sieht. Oder? Und nachher, habe ich mich mit dem verstecken. Ja, das war so komplex mit dem Symphonieorchester. Oder? Da musst du gering beieinander haben. Da performst du jetzt nicht. Da bist du jetzt nicht am Umlabern. So. Aber das war der erste Schritt wieder zurück ins Musikerleben für mich. Wo ich so das Gefühl hatte, yes. Und ich habe wahnsinnig Freude an diesem Album, weil das so an viel gekoppelt ist. Halt an das Gefühl von, ich finde wieder zurück, ich komme wieder zu den Lebenden. Ich bin irgendwie, ich weiss, es gibt da irgendwo eine Tür und die finde ich schon. Und ich komme wieder heim. So. Und das ist für mich ein total starker Moment gewesen. Ich habe noch lange nicht alles entdeckt, wo